Wer kämpft nicht mit dem Körpergewicht? Was braucht es denn, dass man zu einem Wohlfühlgewicht findet? Das möchte ich mit zwei Expertinnen jetzt besprechen. Mit der Frau Dr. Ann-Christine Meyer und der Frau Dr. Bettina Eisenschmidt. Was ist jetzt das mit dem Körpergewichtproblem? Ist das etwas, das wirklich zunimmt, wo Männer und Frauen gleich betrifft? Ja. Ich stelle fest, dass die Unzufriedenheit über den eigenen Körper, sei das die Form, sei das Gewicht selber, sei das Taille, sei das Brust, fast jeder Körperteil kann betroffen sein, eigentlich zunimmt. Dass viele Menschen sagen, ich fühle mich einfach nicht wohl in meinem Körper, ich will das so nicht mehr, ich muss etwas ändern, und zwar schnell. Wieso ist das so? Hat das mit Social Media, mit Vorbildern, mit Werbung zu tun? Ich glaube, das ist ein gewichtiger Punkt, weil wie nie in der Menschheitsgeschichte werden heute Vorbilder, aber auch fragwürdige Vorbilder, mit einer ungeheuren Energie in der Gesellschaft verteilt. Wenn ich 20 Jahre zurückschaue, so haben vielleicht Menschen, die Probleme haben mit dem Körper, irgendwie mal in ein Heftchen geschaut und haben dort ein Model gesehen oder irgendein unrealistisches Körperideal. Aber heutzutage wird eine junge Frau, wird ein Mädchen quasi 24 Stunden lang über die sozialen Medien mit irgendwelchen Körpern bombardiert, die zusätzlich in der Regel noch digital verschönert oder verändert sie, sodass jemand gar nicht mehr durchschaut, dass das nicht ein wirklicher Mensch ist. Also das Selbstbild, das ist eigentlich verzerrt, das entspricht gar nicht mehr richtig der Natur oder im Normalen. Frau Meyer, Sie sind Forscherin, Sie sind jung und schlank. Wie machen Sie das, dass Sie so schlank sind? Müssen Sie auf die Ernährung schauen? Ich habe schon auch Zeiten in meinem Leben schon gehabt, wo ich auf die Ernährung geschaut habe oder auch habe schauen müssen. Ich hatte das Glück, dass ich nach der Schwangerschaft relativ schnell wieder auf meinem Wunschgewicht war und jetzt eigentlich auch sehr zufrieden bin mit dem Gewicht. Was ich tatsächlich gemacht habe, als ich mit der Zuckerforschung angefangen habe, ich habe den Zuckerkonsum massiv eingeschränkt. Habe ihn sehr runtergefahren. Was haben Sie genau gemacht? Ich habe früher immer mal wieder zwischendrin genascht, also mal einen Schokoriegel oder so während der Arbeitszeit mittags gekauft. Mache ich heute gar nicht mehr. Sie wissen, wie schlecht Zucker ist. Wir haben hier verschiedene Beispiele dargestellt. Das Gefährliche ist ja, dass der Zucker oft versteckt ist. Wenn ich eine Praline esse, dann weiss ich, es ist süß. Aber wenn ich irgendeine Soße nehme oder einen Quark, dann ist mir gar nicht bewusst, wie viel Zucker dort drin steckt. Was ist denn eigentlich schädlich an diesem Zucker? Eben der Zucker, der hat negative Effekte auf die verschiedensten Organsysteme. Und das Typische, was man eigentlich als erstes immer kennt, ist, dass es Karies verursacht. Aber es hat eben auch wirklich negative Effekte auf den Stoffwechsel. Mhm. Und da allen voran natürlich Übergewicht, Diabetes, aber auch so Sachen, die man eigentlich nicht kennt, wie dass es die Blutgefäße schädigt und Bluthochdruck verursacht. Und Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, vor allem zuckerige Getränke sollte man weglassen. Jetzt gibt es ja aber Fruchtsäfte, wo viele denken, das ist gesund, das brauche ich unbedingt. Genau, das ist eben eins von den Produkten, wo man sagt, das ist ein vermeintlich gesundes Produkt. Man denkt, man nimmt mit dem Fruchtsaft etwas Gutes zu sich. Und tatsächlich ist es aber so, wir sehen es auch hier, der Fruchtsaft hat genauso viel Zucker enthalten wie die Süßgetränke. Also sie geben sich da wirklich nichts. Und das Problem ist, man nimmt einfach mit dem Fruchtsaft in kurzer Zeit viel zu viel Zucker zu sich. Und zwar Fruchtzucker, der genauso schädlich ist wie der normale Zucker. Ja. Frau Eisenschmidt, auch Sie sind schlank. Ich kenne Sie schon seit vielen Jahren immer gleich. Wie machen Sie es? Also ich habe das Glück, aus einer Familie zu stammen, die schlank ist. Das ist etwas, das man sich nicht aussuchen kann. Das ist sozusagen ein Privileg. Aber ich habe seit meines Lebens immer viel Sport getrieben, vor allem so im Ausdauerbereich, schon bevor ich Mutter geworden bin und nach einer gewissen Zeit dann auch wieder. Und ich glaube, das ist wirklich auch etwas Wichtiges. Nicht nur, um jetzt das Gewicht zu behalten, sondern einfach um fit zu bleiben, was ja dann aufs Alter her auch immer wichtiger wird. Jetzt haben wir gesagt, es gibt immer mehr Menschen, die Probleme haben mit dem Gewicht. Süßes Essen, also süßes, Lust auf süßes, ist das eins der grösseren Probleme? Oder warum haben wir diese Übergewicht-Thematik? Also wenn man den Essstil von Menschen anschaut, die übergewichtig sind, dann ist es sicher so, dass sie in der Regel zu viel Süßes oder auch zu viel Fettiges essen. Es ist eben fein, es gibt eine riesige Auswahl davon, es tut gut, es wärmt, es tröstet, es vertreibt Zeit, es peppt auf, es gibt Energie, wenn man nicht mehr macht. Es kann sogar als Ersatz gelten für menschliche Gesellschaft, für
Zuspruch und Trost. Essen hilft eigentlich immer. Und darum ist es auch nicht so unbegreiflich, dass Menschen in Krisensituationen oder auch einfach im Alltäglichen, wenn sie müde sind, etwas Süßes nehmen oder auch etwas Fettiges nehmen, weil es einfach gut tut. Was soll man denn machen dagegen? Auf der einen Seite geht es darum, dass man sich vielleicht schrittweise die Sachen, die problematisch sind, sehr Süßes, sehr Fettiges, abgewöhnt, indem man die Menge reduziert. Das klappt aber nicht bei allen Menschen. Es gibt Menschen, die verlieren regelmässig Kontrolle. Wenn sie auch nur ein Praline oder ein Häuschen Schocke nehmen, müssen sie gerade die ganze Tafel essen. Oder es genügt nicht zwei, drei Chips, sondern es muss der ganze Sack, womöglich dann noch eine Familienpackung, einfach sofort weg. Und dort klappt das Dosieren in der Regel eben nicht. Da muss man vielleicht am Anfang sogar dazu übergehen, gar nicht mehr daheim zu haben. Also keine Vorräte mehr. Und wenn einem eben das Reissen überfällt und man möchte sogar etwas einkaufen, mitten in der Nacht, dass man Strategien überlegt, auch mit professioneller Hilfe, was kann ich machen, anstatt etwas zu essen zu besorgen. Und da gibt es eine riesen Auswahl, die man eben mit jedem Menschen ganz individuell muss aufbauen muss. Es gibt ja auch viele Leute, die greifen dann zu Süßstoff anstelle von Zucker. Ist das wünschenswert? Also generell ist es so, dass wir wirklich empfehlen oder dass wir dringend empfehlen, dass wir den süßen Geschmack in unserer Nahrung reduzieren müssen. Wir nehmen viel zu viel Süß zu uns und den müssen wir reduzieren. Und letztendlich werden wir dann den Zucker, den es noch zu ersetzen gilt, dass man den mit Alternativen ersetzt, mit möglichst gesünderen Alternativen. Mhm. Und da ist es so, dass man ja die verschiedenen Gruppen hat, Süßstoff oder Zuckeraustauschstoffe. Und da haben wir jetzt gerade, dass wir mit Xylit und Erythrit forschen und eben zeigen konnten, dass das zwei sehr interessante Kandidaten sind, weil sie, obwohl sie keine Kalorien haben, sättigend wirken. Und das ist der Unterschied zu den Süßstoffen, die das eben nicht machen. Mhm. Ich möchte gerade noch mehr über das wissen, aber trotzdem noch eine Zwischenfrage an Frau Eisenschmidt. Corona-Zeit hat ja bei einem Haufen gemacht, dass sie ein paar Kilo zugelegt haben. Ja. Es ist fast das Einzige, was uns noch geblieben ist. Wenn wir uns immer mehr so reduzieren, ich habe das Gefühl, die Welt hat Exzess auf beiden Seiten. Entweder total Verzicht oder total Exzess. Wir sind nicht in einem Gleichgewicht. Ja, das fällt mir auch auf. Also so das Mass halten, das war in früheren Zeiten vielleicht eher noch erstrebenswert gewesen. Die Temperantia-Mässigkeit, das gilt irgendwie gar nicht mehr so als erstrebenswert, sondern die Exzesse, oder? Sich auch spüren im Exzess, das gilt nicht nur fürs Essen, das gilt zum Beispiel auch für den Sport, oder? Mhm. Dort spüren wir uns, dort können wir uns irgendwie wie spiegeln, wie etwas fühlen im Körper, auch wenn wir sonst vielleicht unseren Körper nicht mehr richtig wahrnehmen. Mhm. Wir haben ja hier verschiedene Lebensmittel aufgestellt als Beispiel, aber es gibt auch Lebensmittelhersteller, die dann die Produkte ohne Zucker und ohne Salz anbieten. Genau, also ein Beispiel ist, dass es tatsächlich vom Ketchup ein Produkt gibt, das keinen Zucker und kein Salz enthält. Und wenn man das isst, es fehlt einem eigentlich an nichts. Also der Zucker fehlt da wirklich nicht. Wir haben es wirklich sehr schön hinbekommen mit dem Produkt. Aber grundsätzlich müsste man schon sagen, das Beste wäre einfach das natürlich Zubereitete. Genau, die Produkte so viel wie möglich selber zubereiten. Dann weiß man, was drin ist und man süßt auch deutlich weniger. Ja. Soll man ständig auf die Waage stehen? Ganz sicher nicht. Eigentlich hat unser Körper gute Mechanismen, sein Gewicht konstant mehr oder weniger zu halten. Mhm. Das heisst, wir bräuchten eigentlich nicht unbedingt immer zu schauen, was ist da die exakte Zahl ist. Es kann sogar sehr verunsichern, weil eben das Körpergewicht ein paar Kilo über 24 Stunden kann schwanken kann. Und bei Menschen, die sich so sorgenvoll mit dem Gewicht beschäftigen, die haben dann schnell mal das Gefühl, oh, jetzt habe ich etwas falsch gemacht. Jetzt ist ein halbes Kilo mehr. Wichtig ist zu wägen, wenn das Gewicht ganz stark nach unten oder nach oben geht und man weiß eigentlich nicht warum und es kommt vielleicht sogar eine Krankheit führen, dann kann es wichtig sein, ab und zu, aber nicht täglich auf die Waage zu stehen. Was sind so Fallen, die man vermeiden muss? Beim Wägen oder beim Essen? Nein, generell beim Essen. Generell, also ganz sicher sind eben Fallen die, dass man in den hochverarbeiteten Lebensmitteln heute gar nicht weiss, was eigentlich drin steckt. Mhm. Darum selber kochen, wo man eben selber die Zutaten auswählen, eigentlich schon während dem Kochen einen sinnlichen Genuss hat und damit setzt schon ein bisschen Sättigung ein. Das ist mal etwas ganz Wichtiges. Denn dass man nicht so Anpreisungen glaubt, dass man nur etwas ganz Bestimmtes müsse essen oder trinken und man nimmt es sofort ab. Da geht eigentlich die Vielseitigkeit verloren, weil eine vielseitige, abwechslungsreiche Ernährung, die alles drin enthalten ist,
das weiss man aus vielen, vielen Studien, die Diätstudien sogenannte, dass die langfristig am erfolgreichsten ist. Die beiden Zucker-Austauschstoffe, die Sie erwähnt haben, für was sind die gut? Also das Positive ist eben, dass es Zucker-Austauschstoffe sind. Das heißt, sie haben die ähnliche Süße wie der eigentliche Haushaltszucker. Das heißt, von der Masse her kann man sie zum Backen verwenden. Also man kann sie wirklich als Alternativen auch im Alltag einsetzen. Mhm. Und man kriegt sie auch überall? Ja, genau. Ja, also man kriegt sie im Coop. Bei Süßstoff sagt man aber, dass sie eigentlich noch mehr Lust machen auf Süßes. Nein, das sagt man vor allen Dingen für die Süßstoffe auch. Und man kann es so nicht sagen. Also es stimmt, dass gerade Süßstoffe das Sättigungssystem nicht aktivieren und dass vielleicht Einzelne auch den Hunger erhöhen. Aber es konnte nicht gezeigt werden, dass man wirklich mehr isst davon. Mhm. Konkret, für alle, die jetzt zuhören, was soll ich machen, wenn ich jetzt ein paar Kilo zu viel habe? Zuerst mal vielleicht sich fragen, ist das so dramatisch, oder? Ein paar Kilo, das muss nicht ein krankhaftes Übergewicht sein oder gar eine Adipositas, wie man dem sagt. Wenn wir ein bisschen älter werden, nehmen wir in der Regel auch ein bisschen Gewicht zu, weil wir weniger aktiv sind, weil unser Stoffwechsel ein bisschen sparsamer und langsamer funktioniert. Also zuerst mal so ein bisschen wie eine Einschätzung, ist jetzt das wirklich das wichtigste Problem in meinem Leben? Wenn man dann zum Schluss kommt, dass das Übergewicht problematisch ist, vielleicht sogar krankmachend ist, dann geht es darum, langsam das Gewicht zu reduzieren. Also keine Diäten. So radikale Diäten, die eben sehr rasche Gewichtsabnahme versprechen, die führen mit schöner Regelmäßigkeit zum Jojo-Effekt. Das heisst, man ist nach der Diät schwerer, als man vorher ist. Warum eigentlich? Der Körper tut seinen Stoffwechsel einschränken in dieser Zeit, wo man eindeutig weniger Nahrung zu sich nimmt. Das muss er können, sonst gäbe es uns heute gar nicht mehr auf der Welt, weil die Menschheit hat in der Hauptzeit von ihrem Bestand eigentlich gehungert, ist sehr knapp gehalten. Und nachher holen wir uns in der Regel noch mehr von dem, was wir ja vorher darauf müssen verzichten mussten, weil es eben so fein ist, oder? Weil Essen so gut ist. Und darum sind wir in der Regel nachher schwerer. Es ist eigentlich nicht sinnvoll, also zu essen freiwillig einzuschränken. Mhm. Darum keine Radikaldiäten, langsam wenige Kilo primär anstreben und dem Körper wieder Gelegenheit geben, sich auf dem neuen Gewicht einzurichten und nicht immer nur sofort weiter ab und weiter ab wollen. Aber auch nicht Kalorien zählen. Also eigentlich wie normal essen und vielleicht mehr bewegen und probieren langsam das abzukriegen. Genau, genau. Wann braucht es eine professionelle Hilfe und was wäre die richtige Anlaufstelle? Ich glaube dann, wenn das Essen einfach einem sofort beherrschen, wenn das so zum sorgenvollen Zentrum von allem Denken und Fühlen wird, oder? Dass alles andere an Wichtigkeit verliert, dass man Beziehungen nicht pflegt, dass man nicht mehr unbeschwert mit jemandem kann gehen essen, dass man ständig muss am Abend zusammenrechnen, wie viele Kalorien oder wie viel Gramm von was habe ich jetzt gehabt. Aus diesem Strudel kann man sich in der Regel nicht mehr selbstständig befreien. Es können dann selbstverständlich weitere Verhaltensweisen dazukommen, dass man anfängt, Abführmittel nehmen beispielsweise oder unter Essattacken leiden und sich wegen denen extrem schämen. Vielleicht nach der Essattacke sogar auf die Idee könnte ich kurz essen wieder zu erbrechen. Ich glaube, spätestens dann muss man unbedingt, und zwar so früh wie möglich, professionelle Hilfe aufsuchen. Hat man immer eine Chance, wieder in eine normale Situation hineinzukommen? Man hat immer eine Chance, eine Verbesserung zu erzielen. Es ist nie zu spät, Unterstützung zu suchen. Mhm. Vielleicht klappt es nicht mehr, dass man sein früheres Gewicht wieder zurückbekommt, aber dass man vielleicht ein bisschen reduzieren kann, wieder mehr Lust auf Bewegung bekommt, sich wieder getraut, auch rauszugehen, den Körper auch wieder liebevoller und positiver anschauen kann. Und das kann man eigentlich in jedem Zeitpunkt anstreben. Ernährungsberater wäre die richtige Anlaufstelle? Primär auf jeden Fall, ja. Sie sind heutzutage sehr, sehr gut ausgebildet, nicht nur was das Ernährungswissen anbetrifft, sondern eben auch Beratungsstrategien. Mhm. Sie vermitteln eine genussvolle Ernährung, eine alltagstaugliche Ernährung und nicht irgendwie mit Verbot oder gar mit Enthaltsamkeit arbeiten. Dankeschön vielmals, Frau Isenschmidt, und herzlichen Dank, Frau Meier.